Kommen wir nun zum dritten Teil, die Kapitel 12 bis 23. Gott beruft Abraham. In Kapitel 12 geht es dann um die Berufung Abrahams durch Gott. Denn Gott sagt zu Abraham, dass er aus seinem Vaterland ausziehen sollte und in das Land ziehen sollte, das Gott ihm zeigen wird. Und außerdem verheißt Gott Abraham, ihn zu einem großen Volk zu machen und ihn zu segnen. Und diese Verheißung konnte er geben, weil Abraham zuvor keine Nachkommen bekommen hat oder bekommen konnte. Und deshalb gab Gott ihm die Verheißung, ihn zu einem großen Volk zu machen. Und Abraham war gehorsam und zog aus dem Vaterland aus und zog nach Kanaan. Und dort baute er einen Altar und rief den Namen des Herrn an. Doch aufgrund der Hungersnot musste er nach Ägypten reisen. Und Abraham will Sarai beschützen und gibt sie als seine Schwester aus. Doch als der Pharao Sarai als seine Frau nimmt, schickt der Herr Plagen über den Pharao, sodass der Pharao Sarai zurückgab und Abraham tadelte. Hier lernen wir Gottes große Hoffnung für einen Götzendiener und alten kinderlosen Mann. Und wir dürfen auch auf Gottes Berufung und Orientierung mit Gehorsam gehorchen und reagieren und aus unserem alten Leben ausziehen. Hier lernen wir, dass Gott jedem von uns eine Verheißung gegeben hat, an der wir festhalten dürfen. Und wir dürfen unser altes Leben verlassen und ein neues Leben als Knechte Gottes führen. Und anstatt zu berechnen oder zweifeln, können wir viel mehr gehorsam sein, denn dann können wir den Segen Gottes erfahren. Ja, hier ist mein Leitvers Genesis 12,2. Den möchte mal Daniel vorlesen. Und ich will dich zum großen Volk machen, will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Ja, genau. Das ist ja auch mein Leitvers und das erinnert an die Verheißung Gottes, die Gott Abraham gegeben hat. In Kapitel 13 geht es dann um die Trennung von Abraham und Lot, denn Lot zog mit Abraham nach Kanaan, doch seine Hirten streiten sich mit den Hirten Abrahams, weshalb sie sich trennen müssen. Und Abraham gibt Lot die Wahl, in die wasserreiche Stadt zu ziehen oder in die Wüste Kanaan oder in die trockene Wüste. Und Lot wählt dann die Seite, die wasserreich war, denn es war wie ein Garten des Herrn oder wie Ägyptenland, das damals sehr fruchtbar war. Und Gott gab Abraham die erneute Verheißung, dass sie ihm das ganze Land Kanaan geben wollte. In Kapitel 24 geht es dann um die Errettung Abrahams und Melchisedeks Segen über Abraham. Denn Kedorlaomer und seine drei Verbündeten kämpfen gegen die fünf abgefallenen Könige, wobei auch die Könige von Sodom und Gomorra dabei waren. Und König Kedorlaomer, der Anführer der drei Könige, besiegt dann die fünf Könige, sodass auch Lot dabei in Gefangenschaft gerät. Aber als Abraham davon erfuhr, sammelte er seine Krieger und verfolgte Kedorlaomer. Und mit Gottes Hilfe konnte Abraham mit seinen 318 Mann Kedorlaomer und seine Verbündeten besiegen und konnte auch Lot befreien. Und nach dem Sieg kehrte dann Abraham zum König Salem zurück, zum König von Salem, also Melchisedek, der ihn auch dann gesegnet hat. Und der König Sodoms möchte Abraham alle Güter geben, wenn Abraham die Leute gibt, die in Gefangenschaft waren. Doch Abraham wollte keinen einzigen Schuhriemen haben. In Kapitel 15 geht es dann um die Erinnerung an Gottes Verheißung. Denn Gott möchte Abraham einen Sohn geben und verheißt ihm, dass er so viele Nachkommen haben wird wie die Sterne am Himmel. Und Abraham zeigt Glauben daran, indem er dem Herrn vertraut und ihm ein Opfer gibt als seinen Bund. Und noch einmal verheißt Gott den Auszug
der Knechtschaft Ägyptens und gibt seine Verheißung, das ganze Land Kanaan zu geben, von dem Strom Ägyptens bis an den Euphrat. Und diese Verheißung erfüllt sich dann angefangen von Exodus bis zum Ende des Alten Testaments. In Kapitel 16 geht es dann um Hagar und Ismael, denn Abrahams Frau Sarai konnte ja keine Kinder bekommen und nach vielen Jahren gab sie dann ihre Leibmagd Hagar Abraham, damit sie ein Kind durch Hagar erzeugen. Und als Hagar schwanger wurde, wurde Hagar hochmütig und Sarah wusste nicht, wie sie handeln sollte, fragte Abraham, doch dieser sagte, sie solle machen, wie sie wolle. Und deshalb wollte Sarah sie schlecht behandeln. Doch Hagar floh schließlich in die Wüste, wo sie von einem Engel aufgesucht wird. Und dieser fordert ihn auf, zurückzukehren und ihr Kind Ismael zu nennen, was bedeutet, der Herr hat dein Elend erhört. Und schließlich geht Hagar zurück und bringt Ismael zur Welt. Und zu diesem Zeitpunkt war Abraham schon 86 Jahre alt. In Kapitel 17 geht es dann um den ewigen Bund mit Abraham. Denn Gott erneuert seinen Bund nach dem Vorfall mit Hagar und Ismael. Und dabei werden ihre Namen verändert. Denn früher hieß Abraham Abram, was bedeutet, der Vater ist erhaben. Und nun soll er Abraham heißen, was Vater vieler Völker bedeutet. Und als Zeichen des Bundes gab er auch die Beschneidung der Männer. Das sollte ihr identitätsstiftendes Zeichen sein. Und dies sollte geschehen nach dem 8. Tag der Geburt. Das heißt, alle aus dem Hause Abrahams sollten beschnitten werden. Und Sarai, was vorher Prinzessin bedeutete, wurde zu Sarah, was Mutter vieler Völker heißt. Und Gott verheißt dann nochmal Isaac, die Geburt Isaaks. Und Abraham zweifelte zwar daran, doch Gott erinnert ihn immer wieder an diese Verheißung. In den letzten vier Versen wird dann der Bund Gottes durchgeführt und alle Männer werden beschnitten. Kapitel 18 geht es dann um die erneute Verheißung Gottes, denn es beschreibt den Besuch von drei Engeln bei Abraham und Sarah. Und Abraham und Sarah dienen den Engeln von ganzem Herzen, indem sie ihnen das Beste zu essen geben. Und der Engel verkündigt, dass Sarah in ihrem hohen Alter schwanger werden würde und einen Sohn zur Welt bringen würde. Doch Sarah ist ungläubig und ihre Reaktion ist, dass sie lacht und Unglauben hat. Doch der Engel ermahnt sie, sodass ihr bewusst wurde, dass bei Gott nichts unmöglich ist. Und außerdem warnen die Engel Abraham vor der Vernichtung Sodom und Gomorras, wo es aufgrund der sündigen Bewohner zu einem verheerenden Eingreifen Gottes kommen wird. Und Abraham dachte an Lot und flehte die Engel an, sie die Stadt um zingerechter Willen zu verschonen. Doch dies konnte nicht geschehen, denn es gab noch nicht mal einen Gerechten. In Kapitel 19 geht es dann um die Vernichtung von Sodom und Gomorra. Denn Lot, der Neffe Abrahams, lebte in Sodom und bietete den zwei Engeln die Gastfreundschaft in seinem Haus an. Doch die Männer der Stadt forderten, dass die Engelswesen zu ihnen gebracht werden, um sie zu missbrauchen, also zu vergewaltigen. Und die Engel schlagen Lot vor, mit seiner Familie aus der Stadt zu fliehen, bevor sie zerstört wird. Und daraufhin flieht die Familie Lots, aber doch nicht mit Dankbarkeit, sondern vielmehr waren sie unwillig. Denn Lots Frau blickte zurück und wurde erstarrte zur Salzsäule, als sie den Untergang der Städte sieht. Und Lot und Lots Töchter hatten Angst, dass sie ihre Männer in Sodom und Gomorra verloren hatten, dass sie keine Kinder bekommen könnten und bekamen Töchter von Lot. Söhne. In Kapitel 20 geht es dann um Abraham bei Abimelech, denn sie ziehen wieder nach Gera und Abraham begeht dann denselben Fehler wie in Kapitel 12, indem er Sarah wieder als seine Schwester ausgibt. Und als König Abimelech Sarah zu seiner Frau nimmt,
erscheint Gott ihm im Traum und warnt ihn davor, Sarah nicht anzurühren, denn sie ist die Frau von Abraham. Und Abimelech gibt Sarah zurück und tadelt dann Abraham für seine Lüge, doch lässt er Abraham in seinem Land wohl leben. In Kapitel 21 geht es dann um die Geburt Isaaks und der Bund mit Abimelech, denn Gott war seiner Verheißung treu und gibt dann Abraham und Sarah einen Sohn mit dem Namen Isaak. Und das Kapitel beginnt dann damit, dass Abraham und Sarah sehr glücklich waren nach der Geburt Isaaks. Und Ismael war jedoch ein schlechter Einfluss für Isaak, weil er Mutwillen trieb. Und deshalb wurde er verscheucht. Doch Gott versprach Abraham, dass er eine große Nation sein würde. Und deshalb gab Abraham ihnen Wasser und Brot und schickte sie in die Wüste. Doch Gott beschützte sie dort und versorgte Hagar und Ismael mit Wasser. Und schließlich schließt Abraham einen Bund mit Abimelech, in dem sie sich gegenseitige Treue schwören und Barmherzigkeit. Und ja, deshalb heißt die Stätte auch Beersheba, weil sie miteinander geschworen haben. Und schließlich pflanzt Abraham einen Tamariskenbaum an, um Gott anzurufen. In Kapitel 22 geht es dann um die Prüfung Abrahams. Gott fordert Abraham auf, seinen Sohn Isaak als Opfergabe darzubringen. Und Abraham ist bereit, Isaak zu opfern. Doch Gott greift ein und gibt ihm einen Widder zum Opfern. Und Gott wiederholt die Verheißung an Isaak, dass er so viele Nachkommen bekommen sollte wie die Sterne im Himmel. Und in den letzten Versen werden die Nachkommen Nahors, also Abrahams Bruders, aufgezählt. In Kapitel 23 geht es dann um Sarahs Tod und Begräbnis und die Höhle die von Machpela, die Abraham für seine weiteren Verwandten gekauft hatte. Was lernen wir durch diesen Abschnitt? Hier lernen wir Abrahams absoluten Gehorsam gegenüber Gottes Willen, sogar bis dahin, dass er seinen eigenen Sohn opfern konnte. Und vor allem lernen wir hier, dass Gott seine Verheißungen immer erfüllt und auch unseren Glauben segnet, wenn wir an die Verheißung Gottes festhalten und festhalten, so kann Gottes Verheißung überreichlich erfüllt werden. Und was hier lerne ich, dass auch Abrahams Glaube mein Glaube ist. Und deshalb darf ich an die Verheißung glauben. Und wir dürfen Abrahams Glauben lernen, denn er glaubte an Gott und tat alles ohne zu zögern. Und hier lernen wir, dass Gott seine Verheißung an uns erfüllen wird, also auch meine Verheißung aus Genesis 24, 60. Kommen wir nun zum nächsten Teil. Gott segnet Isaak, Kapitel 24 bis Kapitel 26. In Genesis 24 geht es um die Suche nach einer Frau für Isaak, den Sohn Abrahams. Denn Abraham schickt Eliezer zu seinem Verwandten nach Haran, um dort eine passende Frau für Isaak zu finden. Der Diener bittet Gott um Hilfe im Gebet und trifft dabei auf Rebekka, die sich als auserwählte Frau erweist, denn sie diente dem Knecht mit Wasser und schöpfte auch Wasser für die Kamele. Und sie gehen dann zu Rebekka nach Hause und der Knecht bringt dann seine Sache hervor und erzählt die Geschichte Abrahams oder die Bitte Abrahams. Und Rebekka hat den Willen mitzugehen, obwohl sie Isaak noch nicht mal kannte. Und die Familie segnete sie als Glaubensmutter 4000 mal 1000, sodass sie auch zurückkehren konnte und Isaak wurde Rebekkas Frau. Kapitel 25 geht es dann um die Geburt von Esau und Jakob. Denn Rebekka war unfruchtbar und deshalb beteten sie zu Gott. Und dass Rebekka dann eines Tages schwanger wurde mit Zwillingen. Und als sie dann geboren wurde, sie konkurrierten halt schon im Mutterleib. Und bei der Geburt wurde dann so eine rote Schnur um das Handgelenk von Esau gewickelt, um zu wissen, wer der Erstgeborene der Familie ist. Esau war rot und hatte raues Fell, im Gegensatz zu Jakob, der schönes Babyfett hatte und samt war. Und Jakob wollte dann unbedingt
das Erstgeburtsrecht und Esau verachtete es und verkaufte es für eine Linsensuppe. In Kapitel 26 geht es dann um Isaac, der in Gera war, denn begeht er dort denselben Fehler wie Abraham in Ägypten, denn er gibt Rebekka als seine Schwester aus, doch Abimelech sah, wie sie scherzten und merkte, dass es seine Frau war. Und Abimelech ermahnte sie deshalb, warum sie gelogen, aufgrund ihrer Lüge. Und deshalb gebot er auch dem Volk, dass sie Rebekka und Isaac nicht anrühren sollten, denn dann sollten sie des Todes sterben. Und schließlich hatten die Philister Neid auf Isaac und verfolgten ihn, indem sie seine Brunnen verstopften. Doch er blieb treu und grub die Brunnen treu wieder auf. Und streitete sich auch nicht mit ihnen, sondern vielmehr war er treu und grub seine Brunnen auf. Und schließlich erneuert Isaac mit Abimelech den Bund von Abraham und Abimelech. Und in Vers 34 verachtet Esau dann Isaaks Wunsch, denn er wollte nicht, dass seine Söhne kanaanitische Frauen nehmen, doch anstatt seinem Vater zu gefallen, nahm er vielmehr zwei kanaanitische Frauen, nämlich Jehudit und Elon. Durch diesen Abschnitt lernen wir, dass Isaac sich an die Verheißung Gottes hält, denn Isaac konnte Fremdling bleiben, weil er an die Verheißung Gottes festhielt und damit lebte. Und Gott erhörte das Gebet jener, die an der Verheißung festhalten und mit ihr beten. Und Gott segnet diejenigen, die mit der Verheißung Gottes kämpfen und lieben. Wir sind zwar biologische Fremdlinge in der Gesellschaft als Asiaten, doch unser Glauben ist nicht fremd, sondern vielmehr sollten wir uns nicht anpassen oder Kompromisse schließen, sondern an die absolute Verheißung Gottes festhalten, denn Gott wird unser Gebet und unsere Verheißung erfüllen.